Ich bin jetzt auf dem Weg zum Au-pair-Treffen. Und zwar gibt es in Manly direkt so ein kleines Reisebüro und die machen jeden ersten Sonntag im Monat halt so ein kleines Au-pair-Treffen. Und da gehe ich heute mal hin, mal gucken, wie man da alles so antrifft. Höchstwahrscheinlich bin ich der einzige Junge. Wenn nicht, dann überrascht mich das auf jeden Fall, weil es eigentlich so ein typischer Job für Jungs ist. Aber wir werden sehen. $620 die Woche. $950 die Woche. Die Woche, Leute. Ah, ich weiß nicht, $950, das sind vielleicht 700 Euro die Woche. So, Leute, ich bin endlich angekommen. Hinter mir ist Peter Pan. Und da treffen sich alle. Im Hintergrund seht ihr schon ein paar. Und ich weiß nicht, ob die Jungs auch dazugehören. Lass uns einfach mal überraschen. Hi. Just for myself, not you. Yeah. What are you doing? Vlog. Video. Yeah. What is that? That's cool. Das ist Gimbal. So, Quartz Gimbal. So, you can do stuff Those like things are that. like $500, aren't they? Yeah, you have three engines and it works like a steady, so it's really stable. That's So, awesome. yeah. And then for extra, have lenses on it, so the fish eye. Cool. You can get close. It's pretty Very cool, yeah. cool. Oh, Hi, how are you? Okay, legen wir mal los, machen wir neue Freunde hier. Bis jetzt läuft es eigentlich ganz gut, ich bin hier der einzige Junge, aber das macht nichts. Ein paar Deutsche sind dabei, dann Italien auch. Norwegen, Schweden. Bis jetzt ist es eigentlich ganz gut. Mal sehen, wie es weitergeht. Ich bin schon eine Weile hier. Und eigentlich war es ganz cool fürs erste Mal. Es ist jeden Sonntag im ersten Monat, da kann das hier besucht werden. Das ist ein Au-pair-Treffen, auf jeden Fall sehr coole Sache. Wenn ihr mal in Manly sein solltet oder in Sydney und Au-pair machen wollt, dann empfehle ich euch das auf jeden Fall. Peter Pan's Adventure Travel, das ist der Shop. Und hier ist jeden ersten Sonntag im Monat Treffen. Und da kann man auf jeden Fall ganz viele Au-pairs treffen, das ist ziemlich cool. Ansonsten, alles, was man rund um Sydney und Manly machen kann, kann man hier in diesem Laden finden. Wenn ihr Mädels kennenlernen wollt, dann werdet Au-pair und trefft euch. Es gibt auch jeden Samstag hier in Manly einen Markt. Der ist wirklich jeden Samstag. Ja, was es da so Tolles gibt, da gehen wir einfach mal durch. Kleiner, aber fein, der Markt. It's like a Steadicam. Look at that. Yeah, it's pretty cool. Even when you drop it down. Look at that. That's crazy, isn't it? Yeah. All the time stable. And it's so smooth as well. All the time smooth. So when you run, yeah. Oh, really? Yeah, you can run with it. A little bit over 200. Really? 200 euro. That's really good. Yeah, it's really good, yeah. Yeah, I think so 500, I think it was DJI. Yeah. So DJI create drones. And the gimbal, what he created, the first gimbal right now. This is a 4-in-1 lens. How much is the fisheye? It's between 60 and 100 euro. Have you got any drone? Are you gonna get a drone? Pretty good because you have all-in-one. Yeah. So the drone, it's stable. Yeah. Yeah. Well, it depends on what. Like, you can get them for about $100, but they're cheap and they're light and they're not very good. Ah, not really good. It's good for skateboarding reels. Yeah. I tried it on a skateboard too, yeah. Yeah. A bit low and yeah. When you roll like that. Yeah. Yeah. I try a lot with this thing. Find work doing with using this. Not with a smartphone.
on it. So this gimbal is just for smartphones. I can buy another adapter for GoPro. That's pretty cool too. Yeah, that is cool. Yeah, think about it. Yeah. So how much is it? The bike was 50, 60 bucks. It's okay, yeah. Actually, it's just the adapter, but $50. When you really use it every day, yeah. Or minimum three times a week. Yeah. So I think it's pretty cool. This is a different company. Buy this one. Because you have a 4-in-1 lens. Yeah. So you have the fish eye, you have the angel lens, this is a little bit wider. Okay. When you take it off, you have a micro lens. Yeah. And the other side, micro lens too. Stable, so awesome. Nothing happens, so it's every time stable. Yeah, yeah. Huh? Do you send this No. Yeah, no, it's like a commercial what I did. Yeah, here. I know. Yeah, no, no, no. Like really into the things and say. Yeah, yeah. But I'm really proud about this. So why I not have to share it with other people when they ask? I do my work and travel here. Yeah. Yeah. Do you live here? Ah, oh, it's nice. Do you drive? You pick it up now? Like 15 minutes driving? 15 minutes driving. Ah, okay. Das war das Tutorial, wie man Freunde macht. Das war's von mir, Handtrickser. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh no, you've been lying, you're feeling low. Only hate the road when you're missing all. Only know you love her, let her go. And you're letting go. Hey man. Oh yeah. Pretty good. I can like add you or something if you want. On Facebook or Instagram? Instagram, yeah. Because I do a vlog and... Oh, vlog, yeah, yeah. I want to put you in there. Yeah, for sure, dude. When for sure. Got... Good stuff, good stuff. Awesome. Yeah, so what was your name? Hendrik. Nice to meet you, man. Nice to meet you, too. This guy behind me, der singt, da, John Wild, checkt auf jeden Fall sein Instagram-Profil. Coole Stimme auf jeden Fall. Thumbs up.